Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu City Skylines, hier auf dem südostmoralischen Fernsehen. Wir haben hier ein Stromproblem. Gucken wir doch mal nach. Kriegen nicht ausreichend Energie. Und das nächste Windkraftwerk steht. Hat wieder einigermaßen den Energieverbrauch nach oben gedreht. Wir gucken auch gleich wieder mal beim Wasser. Das ist noch ausreichend. Okay. Dann haben wir oben ja viele verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Müll. Der hat sich verbessert. Und Gesundheit. Bestattungswesen haben wir ja noch nicht. Aber die Gesundheit, Durchschnittsgesundheit von 72%, das ist gut. Hier ist noch ein bisschen. Sind manche krank. Vor allen Dingen in so ein Haus hier. So ein Haus, ne? Sind vier Familien und in so ein Haus nur zwei. Riesen Dinger, ja? Hier ist nur einer drin. Vor allen Dingen, weil hier aber nur 1, 2, 3 Etagen sind. Wo sind hier 4 Etagen in diesem Haus? Also, das ist nur ein Gebäude an sich. Deswegen ist das ein bisschen komisch, weil dieses eine Gebäude, die Tür ist alleine schon so groß wie dieses Gebäude hier, wo 3 Haushalte leben. Und eigentlich sind das nur ein 2 Haushalte Haus. Und das ist hier zum Beispiel ein 3 Haushalte Haus. Oder eine große Villa. Also ich finde es krass. Hier zum Beispiel sind kranke Bewohner drin. Da sind 0 Krankenwagen unterwegs. Warum das denn? Wir können ja das hier, den Straßennamen umbenennen hier, über den Roadname. Mal aus der Gewerbestraße mal eine Arztstraße machen. Ja, die Arztstraße. Ja, hier die Arztpraxis beherbergt. Zack. Machen wir hier Industrie. Straße. Würdiges Dorf. Sehr schön. Was ist unser nächstes? 1300 ist dann das nächste. Industriestraße. Es geht voran, meine lieben Freunde. Wo steht das jetzt? Da. Alles klar. Es geht voran. Ihr habt ja noch ordentlich Baufläche, deswegen füge ich jetzt mal nichts hinzu. Die haben schon wieder Stromprobleme hier oben. Gibt es doch nicht. 8 Megawatt sogar, ja. Wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Da ist noch alles im klaren Bereich. Die Verschmutzung sehe ich hier irgendwo. Stadtviertel haben wir jetzt, Freizeit, Naturrohstoffe, ausgehende Verbindungen. Heizung. Haben wir das hier, Verschmutzung. Aber das ist keine Verschmutzung, eben nur das Teil und hier die Industrie. Wind haben wir hier. Feuerwehr, wir brauchen dringend eine Feuerwehr, guckt euch das an. Das ist nämlich auch ein neues Gebäude. Können wir hier gleich mit ransetzen. Zack, Feuerwehr. Ah, die Industrie, die braucht ein bisschen, weil die ist stärker belastet als Wohngebäude, das ist natürlich klar. Aber ich baue jetzt gleich am Anfang keine 2 Feuerwachen, das ist etwas uneffizient.
Das haben wir. Eine Polizei brauchen wir bis jetzt noch nicht so wirklich. Die Kriminalitätsrate sind noch 4%, von daher ist das noch annehmbar. Aber wir können Stadtviertel verteilen. Oder machen wir doch einfach mal, weil. Warte mal. War das nicht hier? Ja, genau. Können wir ein bisschen Ackergebiet hier hin machen? So, brechen wir das Ganze hier mal ab und machen den da. Und das kann man aus Ackerland machen. Und jetzt machen wir ein kleines Minus, weil sich die Industrie hier wieder zurückzieht. Und wir machen wahrscheinlich hier auch den da. Und machen den da. Zack. Also, es geht nicht. Alles klar. Machen den da. Neue Bildungseinrichtungen. Ja, hier hinten. Das sind ein paar Sachen, die ich dazu geholt habe. Aber Bildung ist erstmal zweitens. Tun erstmal hier ein paar Wirtschaftsgebäude hin. Ja, gleich über die ganze Ecke können wir ruhig machen. Weil da haben wir jetzt ordentlich abgerissen. Und die steigen natürlich jetzt ein bisschen. Es ist klar, dass die Industrie jetzt ansteigt, weil wir hier etwas Auffrischung reinbringen. Die haben keinen Strom. Das ist ganz normal, dass die keinen Strom haben. Das ist jetzt erstmal ganz normal. Die müssen sich erstmal jetzt wieder finden und verbinden. Finden und verbinden. So. Gucken wir doch mal. Ne? Wenn man es sich jetzt mal von hier oben so anguckt. Also ausreichend Strom ist da. Jetzt hat sich das auch einigermaßen verbunden. Ja, neue Bildungseinrichtungen. Ich kenne das alles schon. Machen wir weg hier. Strom hat sich wieder gesammelt. Obst für alle. Natürlich ist es ein bisschen dämlich wegen der Verschmutzung hier, wenn ich nochmal auf die Verschmutzung gehe. Ja, das Anbaugebiet ist noch nicht so praktisch, aber das verbreitet keine Verschmutzung, wie ich das so sehe. Das ist gut. Es hat nur in sich Verschmutzung. Aber die Verschmutzung geht hier weg zurzeit. Das ist noch verschmutzt, sieht man ja auch. Ja, die sind ja alle, ja, einigermaßen, aber es geht schon zurück, die Verschmutzung, wie man das sieht. Es geht schon ein bisschen zurück. Noch ist die Verschmutzung ja durchschnittlich auf 3%. Das meiste kommt aber wahrscheinlich vom Fluss her, wenn die ganze Flussregion wahrscheinlich hier verschmutzen. Das dauert richtig Arbeit, wahrscheinlich das dann im späteren Spielverlauf dann wieder reinzubekommen. Polizei. Kriminalität ist zu hoch. Na, baut doch hier mal. Ich habe da hier nicht umsonst das ausgewiesen. Genug Wasser habt ihr. Heizung haben wir noch nicht. Die Verbrecherrate ist zu hoch. Das fängt jetzt langsam an.
baue hier mal einfach mal eine Polizeistation hin und gucken wir mal, wie das sich jetzt ausübt. Können wir ja gleich hier mal noch ein bisschen tätig werden und sagen hier, das ist die Offiziersstraße. Zack. Und das ist die Feuertalstraße. Oh, Feuertalstraße, dass wir ja mal ein bisschen Abwechslung rein haben. Hier ist auch alles gut im Lot und ich mache jetzt mal was hier, wenn ich hier drauf klicke. Zack. Bin ich jetzt hier drin, in diesem Fenster. Wenn ich hier drauf klicke, müsste ich ja eigentlich wieder, aber ihr hört es ja, ich klicke, aber es funktioniert nicht. Also ich komme hier nicht raus. Ausgehende Verbindung, ja, weg da. Ich komme hier nicht raus und das ist irgendwie mein Mango, was ich hier dran gerade bezweifle, weil das ging noch nie. Ich muss jetzt sozusagen warten, bis der Laster zum Ziel gefahren ist. Und da warten wir mal, bis er zum Ziel gefahren ist. Leben wir jetzt einen wunderschönen Sonnenaufgang vom Allerfeinsten. Was liegt denn hier auf dem Boden? Ach so, das ist das die Straße, der Straßenname. Okay, der fährt jetzt hier zurück. Müsste es mich ja jetzt rauswerfen irgendwie. Aber mich wirft es nicht raus. Mich wirft es nicht raus. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ich wollte es euch mal zeigen. Vielleicht wisst ihr, wie ich das lösen könnte. Ob das irgendeine Tastenbelegung ist, die ich nicht habe. Ich habe alles auf Standard, alle Tastenbelegungen. Von daher könnt ihr mir ruhig eure Vorschläge schreiben. Gucken wir mal ein bisschen die Map an hier. Die Map außerhalb. Ist immer auch ganz nett hier, was ja so angefahren kommt. So, jetzt wird es immer weiter, immer. Immer weiter, immer ja nebliger, bis man dann überhaupt nichts mehr sieht. Hier ist eine Brücke. Hier ist Ende der Map. Und da sind wir wieder raus. So. Das ist mein Problem, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.